Mein Name ist Aurel Gröne und ich arbeite im Bereich Zweckentfremdung von Wohnraum des Bezirksamts Mitte von Berlin. Da in Berlin jede irreguläre Nutzung von Wohnungen verboten ist, kümmern sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bereichs Zweckentfremdung um alle Fälle, in dem Wohnraum zum Beispiel als Ferienwohnung oder werblich genutzt wird, spekulativ leer steht oder zum Beispiel in Gewerbe umgewandelt oder gar abgerissen werden soll. Hauptsächlich in der Antragsbearbeitung oder in der Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. Die Arbeit hier ist sehr vielseitig, denn wir sind praktisch eine Mischung aus Bauamt, Ordnungsamt und Rechtsamt. Sei es, dass wir Meldungen besorgter Bürgerinnen und Bürger über Wohnungsleerstand oder Ferienwohnungen entgegennehmen und diesen anschließend mittels einer Amtsermittlung beenden, wir nach Rechtslage zu Anträgen, Genehmigungen oder Ablehnungen erstellen oder wir Bauprojekte mit Wohnungen begleiten, um sicherzustellen, dass nach Bauabschluss auch eine Wohnungsnutzung erfolgt. So lernt man Berlin oft von völlig neuen Perspektiven kennen. Alleine schon die Frage, was ein Wohnhaus ist oder was eine Bauruine, lässt sich juristisch nicht einfach beantworten. Bei Klageverfahren vertrete ich das Land Berlin auch vor Gericht. Vor dem Amtsgericht Tiergarten bei Ordnungswidrigkeiten und als Begleitung zusammen mit dem Rechtsamt beim Verwaltungsgericht Berlin bis hin zum Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg. Jedes Mal aufs Neue erlebt man völlig neue Sachverhalte und durch die Sicherung von Wohnraum tut man jeden Tag etwas Gutes für die Bevölkerung in unserer Stadt. Das fasziniert mich bis heute jeden Tag an meinem Beruf.